Hallo zusammen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Das hier ist die Folge 35 der Crafting Challenge. Alle Infos zu der Crafting Challenge habe ich in der Videobeschreibung natürlich verlinkt und die ist von Daniel von simfans.de. Und ja, macht mir einen Riesenspaß. Ich bin jetzt hier mit den Zwillingen mega zufrieden. Ja, die sind jetzt halt ein bisschen, bisschen laut. Aber so ist das nun mal. Warte mal, die Windel. Die Windel kann eigentlich der Charlie wechseln. Du kannst nämlich essen und dann schlafen. Genau. Charlie, du musst jetzt mal die Croissants aus dem Kopf bekommen. Und dich um die Pampers kümmern. Das sind natürlich zwei verschiedene Welten. Ja. Ja, in der letzten Folge sind die Zwillinge geboren. Das ist die Sophie und das ist die Jackie. Mal rede mal mit der Jackie. Charlie, du wirst wohl einen Babysitter anrufen. Also, ja. Das machen wir nicht. Du kannst ja aber ein bisschen liebkosen. So, was gibt's hier noch so? Ach, guck mal, wer hier ist. Du sonstig, na sowas. Du kannst mal die Falle überprüfen gleich. Und er hat den Erziehungsband, den könnte man. Hä? Alles gut? Nubu. Alles gut, Maus? Ich glaube schon. So, Julina. Jetzt ist der Teller leer. Dann gibt es Sonnenschein. Ja, stell einfach hin. Der Charlie macht das gleich weg. Na, der macht das. So. Die ist jetzt einsatzbereit. Na gut, da war aber eigentlich eben was drin. Oh, da schreit wieder einer. Ja, das ist ja hier ein Marathon. Schmutzige Windel. Zum Glück seid ihr zu zweit. Ja, klein Maus. So, danach erstmal auf die Toilette gehen. Und dann räumst du hier auf. Na? Jackie, alles gut? Ist abgelaufen. Ja, Plopsi scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Ich weiß nicht genau, ob das an einem Mod liegt oder so. Naja, die Küche hier, ne? Da kann man das abstellen. Das hat der Ersteller sehr, sehr gut gemacht. So. Also Vampire sind hier aber nicht erwünscht. Ah, guck mal. Stimmt, das habe ich gesehen letztens. Hier kann man eigentlich noch zumachen. Ich mache das mal schnell. Ja. So. Und hier auch noch. Es ist etwas schöner so, ne? Gut. Mehr machen wir jetzt heute erstmal nicht. Ich hab's mal nicht vor. Oh, Charlie, was war das denn? Hast du dich kurz dematerialisiert? Gut, die tun wir mal ignorieren. Und dann, ja, verdorbenes Essen rausräumen, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Haben wir irgendwie, uns fehlt doch ein Mülleimer hier, ne? Habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Gemerkt und nichts dagegen getan. Naja, okay. Können wir ja dann irgendwann mal schauen. Das habe ich wahrscheinlich schon mal gesagt. So, was kochen wir? Wir haben immer noch keine Zwiebeln und Tomaten auch nicht. Das ist natürlich sehr schade. Haben wir die zufällig schon gemacht? Wir machen die mal nochmal. Partygröße. Ne, warte mal. Ich glaube, wir haben die gemacht, oder? Ich gucke. Oh, guck mal. Wir haben noch die Torte, den Kuchen. Ne, wir haben keinen Pokeball gemacht. Aber du, guck mal, du kannst hier das so essen. So lecker, so lecker. Ja, das war doch der Kuchen vom Heiratsantrag. Ja, das war auch eine schöne Folge. So, dann hau mal rein, Charlie.
Was machen wir danach? Wie sieht es mit deinen Fähigkeiten aus? Ja, ich glaube, backen müssen wir noch ein bisschen. Und bei Geschicklichkeit sind wir auch fast am Ziel. Ja, und seit Neuestem möchte ich ihm die Schreibenfähigkeit geben, weil er soll irgendwann mal seine Biografie schreiben. Oder seine... Ja, doch, seine Biografie. Ich weiß nur nicht, ob man das jetzt im Spiel auch so wirklich drücken kann. Ich habe die Schreibenfähigkeit noch nicht so hoch gelevelt, dass ich da weiß, was es alles gibt. Das habe ich noch nicht gemacht. Ah, Produkt verwerfen. Das hat, glaube ich, die Dings angefangen. Die Wie heißt sie? Die, wo eben noch im Strandtuch war. Die Tina, genau. Die hat das. So, dann hau dich mal ins Bett. Du musst auch ein bisschen Energie noch kriegen. Ihr wisst ja, Eltern müssen schlafen, wenn die Babys schlafen. Mehr oder weniger schlafen. Das ist die Sophie, die Jackie. Na gut, ich gucke gerade nach dem Beziehungsbalken. Okay, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Jetzt schlafen alle fast, ne? Dass die wach ist, zählt gar nicht. Na gut, okay. So. Gleich ist die Nacht rum. Mehr oder weniger. Oh, stopp. Da schreit doch jemand. Sophie schreit. So, dann musst du mal aufstehen. Ich nehme an, dass sie Hunger hat. Das ist so cool, wir haben zwei Mädchen. Oh, und wir haben gar keinen Strampler gestrickt. Oha, das ist natürlich was. Oh, klein Baby. Ja. Das hier sind wirklich meine Lieblingsbabywiegen. Ich finde die wirklich am allerschönsten irgendwie. Die passen auch irgendwie zum Strand, obwohl sie eigentlich aus dem Reich der Magie-Pack ist. Ja, gleich geht's los. Wieso habt ihr gleichzeitig Hunger? Ich habe euch extra nicht synchron gefüttert hier. Gut, danach geht's auf die Pipi-Box. Auf den Thron. Haben wir jetzt Monsun? Ich glaube, wir haben Monsun. Da waren wir auch noch gar nicht. Habe ich extra hingestellt. Das Grundstück, da haben wir noch gar nicht. Haben wir noch gar nicht gewesen. Ob wir einen Blitz erwischen, hä? Na, ich glaube nicht. Ich müsste jetzt auch ein bisschen länger warten. Oh Mann, das habe ich nicht gedrückt. Ich hatte schon mal so einen Screenshot erwischt. Oh, da schreit wieder jemand. Wo dann auch, ja. Hä? Aber jetzt ist es kein Hunger mehr. Im Regen spielen. Ja. Ja, die Mami kommt gleich. Du wirst bestimmt geschmust werden, ne? Ja. Weil das ist ja auch etwas, was die brauchen, die Kinder. Die brauchen Hunger und Durst so, ne? Pempi und Schmusen. Oh, du hast die schmutzig jetzt. Das stand aber eben noch nicht da. Ah ja. Oh, arme Stinky. Arme Stinkylein. Ja. Na, du stinkst, aber da müssen wir ja gleich mal hier die Pempi wechseln, schrei halt. Na? Ja, ein Schmatz für den Schatz. Ja, besser. Na, kleine Maus, du. No. So, das ist ja jetzt wieder richtig knuffig. Dann setz dich mal hier hin und dann stricken wir mal. Gucken wir mal, was wir denn... Wir können das fortsetzen. Strickkleidung, Socken und Mützen. Naja. Die Waschbärsocken haben wir hier. Ist schade. Ich hätte gedacht, wir könnten jetzt vielleicht doch schon irgendwie...
Oh, man kann die jetzt gar nicht anmachen. Die hat sich ausge... Also die, ja, die ist leer. Wieso geht das nicht an? Okay, das ist komisch. Alle Lichter. Ja, aber sie ist doch hier drin. Wieso sollte das dann aus sein? Komisch. Komisch, komisch, komisch. Einschalten. Aha. Okay. Die ist an, macht aber kein Licht. Naja. So, die zwei Kleinen schlafen. Der Große schläft auch. Der Charlie. Oh, guck mal, ich habe gar nicht die Namen noch geändert. Hä? Die da sehen aber komisch aus. Na sowas. So, zieh dich mal um. Vielleicht mit Pulli. Und nochmal stricken. Socken. Bunte Socken. Ich hätte gerne noch mal Sneakersocken vielleicht. Hier die Pastell liegen. Genau. Ja, das Stricken soll sie ja auch auf Level 7 haben. Ich glaube, es war Level 7. Ja, genau, Level 7. Und da sind wir noch bei 3. Herstellung soll 10 sein. Da müssen wir auch noch was machen. Produkt verwerfen kannst du gleich im Anschluss machen. Das ist von der Tina. Genau. Charlie schläft fein. Geschicklichkeit Level 1 haben wir auch hier. Naja, Julina kann auch, genau. Fitness, Charisma, Angeln. Ja, geangelt haben wir schon eine Weile nicht mehr, das stimmt. Ja. Ja, und der Garten. Da müssen wir halt auch noch was machen. Gartenarbeit soll sie auch auf 7 haben. Das sind wir ja bald schon. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, schön. Das geht ja voran hier. Als Challenge-Ziel soll auch eins der Kinder, ich glaube, mindestens Teenager sein. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ich müsste nochmal nachlesen. Aber ich glaube, das war so. So. Na, findest du die Masche? Ja, wird alles gut, ne? Ja. Löffelaufstieg. Schön. Julina kann jetzt Teppiche stricken. Och, wie cool. Oh, jetzt musst du wieder aufhören. Na? Die Pampers. Und dann nochmal ein bisschen Krevasse schneiden, ne? Teppiche sind große, flache Dinger. Ja. Okay, man kann sie auch an die Wand hängen. Aber das machen wir natürlich jetzt. Wir haben, glaube ich, Wandteppiche kann man hier nicht stricken. Grimasse schneiden hast du vergessen, Mädchen. Hier. Ja, Gucci, Gucci, Gu. So, Julina kann Kindern helfen, ihre Basisbedürfnisse wie Blasehygiene und Spaß zu befriedigen. Außerdem kann sie anderen Eltern Erziehungstipps geben. Schon bei Level 3. Das ist ja Standard, ne? Da weiß einer gerade mal so ein Krümel und da muss derjenige natürlich direkt alles anderen erzählen und so tun, als wäre das das einzig Wahre. Ja, das haben sie ja gut gemacht bei Level 3. Das ist ja... Ja, wer kennt es nicht? So. Was machst denn du danach? Wieso haben wir echt hier so dunkel? Einschalten, dieses Zimmer. Nee. Verstehe ich nicht. Ihr sagt mir, das ist wegen der Kerze hier. Die machen wir jetzt weg. Und jetzt? Automatisch Lichter. Alle? Nee, funktioniert nicht. Na gut. Gut, hier kann man natürlich auch einen Teppich machen. Ich hätte gerne die rote, aber ich will erst noch was anderes machen. Esstisch. Ja, oh, guck mal, ein Rot. Orange, oh, wieso nicht gelb, du? Handtritt und Schnitter. Wenn ich jetzt wüsste, wie das aussieht, das ist so klein. Ich glaube aber, wir holen Orange.
Oh ja, oder? Das passt auch zu den grünen Wänden, die wir momentan haben. So, dann hoffe ich mal, das gelingt. Ja. So, Charlie, wie lange willst denn du noch schlafen? Ach, du bist doch schon völlig ausgeruht hier. Meine Güte. Zieh dir mal was an. Und. Hä? Kein Fernseher da. Ja, wir haben keinen. Den kann man ja finden oder herstellen. Ich glaube, finden kann man den, ne? Ich weiß gar nicht mehr, ob man den jetzt kaufen durfte. Bin ich, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich müsste mir doch mal alles durchlesen. Ja. So, Charlie, du kannst natürlich was zu essen machen. Obwohl, warte mal, wir haben doch erst, ne? Komm mal hier hin. Wir haben doch erst was gemacht. Ach nee, ich wollte was machen. Ich habe gar nicht. Gut, ich würde sagen, du bekommst mal hier die Pfannkuchen. Genau. Und es wäre eigentlich gut, wenn wir bald ein paar Sachen auch schreddern gehen. So. Ist nur die Frage, wann tun wir das, ne? So, danach kannst du noch ein bisschen. Oh, guck mal, die sind wach. Die Kleinen. Da kannst du eigentlich hier. Mit wem brauchst du noch ein bisschen mehr? Ich glaube, sie ist jetzt dran, ne? Kannst du dann gleich. Ich weiß nicht, ob du jetzt gleich einen Teller mitnimmst. Ja. Dann hör mal auf zu essen und dann kannst du hier mal schaukeln und Grimasse schneiden. Der Geburtstag von Sophie naht, ja. Und von Jackie natürlich. Oh. Hallöchen, guten Morgen. Oh, ich freue mich schon, wenn die älter sind. Ich liebe ja die kleinen Kinder in Sims 4. Das ist ja die sind ja so unglaublich süß. Also, da kann kein anderer Sims-Teil mithalten, muss man einfach mal so sagen. Die haben ja so süße Interaktionen und untereinander und, also, das ist, ja. Ich bin einfach sehr begeistert von den kleinen Pupsis. Na, wird das was, Julina? Ein schöner Esstisch. So. Charlie braucht noch Spaß. Dann könntest du eigentlich in dem Buch weiterlesen, was du schon wieder weggeräumt hast, ne? Du bist ja ganz toll, Charlie. Du räumst immer dein Buch weg. Das kannst du aber auch im Inventar behalten. Kannst dich dann da hinsetzen. Upsala, hier. Genau. Hast du gespült? Ja. Oh, das wurde leider nichts. Nochmal lesen. Mal gucken, ob du noch was lernst dabei. Sehen wir gleich mal. Ja, ein bisschen was. Wenn das auftaucht, dann funktioniert das noch. Ja, Julina, und jetzt? Tja, was machen wir jetzt? Bernsteinrot. Jetzt sag nicht, das Orange ist weg. Ungleiche Socken. Das ist ja auch cool, ne? Das machen wir natürlich in den Schrank. Hier. Und jetzt hast du Hunger. Hol dir mal eine Erdbeere. Und dann gehst du mal hier hin. Und dann strickst du noch was. Ja, ich weiß nicht genau, ob wir das noch hinbekommen, dass wir wirklich hier. Ja, einen Strampler stricken. Da, ich glaube, das wird nichts. Ja. Ach, das macht Spaß, schön. Warum ist denn das Wetter so komisch hier? Ach, weil sie so viel Nebel haben und alles. Oh, schön. Muss man doch einen Screenshot machen.
Na? Sollen wir das vielleicht mal deaktivieren? Mal die Verspieltheit hier. Und schon ist er glücklich. So. Machst du. Ja, den Schrank machen wir dann später. Ich möchte eigentlich jetzt gerne mal den Esstisch haben, weil die kleinen Wände dann größer und ich weiß noch nicht genau, ob wir dann vielleicht besser diese Hochstühle nutzen oder nicht. Materialherstellung gegen Merkmalherstellerin. Es macht Freude, etwas herzustellen, das man in den Händen halten kann. Ja, das stimmt wohl. Stricken? Ja, jetzt haben wir wieder die Mütze und die Socken. Na ja, dann holen wir mal... Die haben wir ja jetzt. Oh, in grün, schau mal. Was soll ich denn jetzt nehmen? Die Bärenmütze hier, die Panda-Mütze, voll süß. Die holen wir jetzt. Also, die machen wir jetzt hoffentlich fertig. Charlie? Guck mal bitte nach der Falle, ob da Fische drin sind. Wäre ja schön, wenn da was Neues mal drin ist. Oh! Jolina, du musst jetzt abbrechen hier. Du musst wirklich alles gießen und alles jäten. Aber ich glaube, wahrscheinlich haben die bald wieder Hunger, oder? Charlie, was machst du? Du rennst da runter, um dann zu merken, dass du nochmal zurück musst, um das Buch abzulegen. Yay! Naja, unser Charlie halt, ne? Oh, da fällt mir ein, wir könnten eigentlich... Ja, das könnten wir eigentlich schon machen. Und zwar diesen Sprenkler kaufen. Der ist bei Außenaktivitäten. Genau. Oh, den wollte ich auch mal rekulieren. Drei Farben, das ist echt sehr magerl, ihr lieben Entwickler. Das ist sehr wenig. So, wir könnten... Warte, wo stellen wir das hin? Wie... So? Na gut, wir stellen es dahin. Und hier kommt auch noch... Ja, ich glaube, alle kriegen wir nicht erwischt hier, ne? So, so. Okay. Und... Na, das geht nicht. Okay, gut. Dann ist das irgendwie so. Aber wenigstens ein bisschen was. Obwohl, das könnten wir vielleicht... Das geht auch nicht. Naja. Gut, wenigstens ein bisschen was. Dann können wir da ein bisschen was machen. So, sie wünschte sich ja irgendwas mit den Insekten zu machen. Ich würde sagen, da holen wir nochmal die Insektenfarm. Und ja, mal gucken, was da dann da rauskommt. Stellen wir die hin. Vielleicht da? Ja, stellen wir die da hin. Oder so rum. Naja, okay. Nee, Moment, so. Ja, machen wir es dahin. Unter den... ja, unter das Dach. So, Charlie, hast du geguckt? Oh, was ist hier? Oh, oh, oh. Das ist jetzt natürlich unpraktisch. Willst du wieder gefüttert werden oder was? Grimasse schneiden? Ja, die Julina kann noch nicht gucken, was denen fehlt. Stolz vorzeigen. Kann natürlich auch Hunger sein. So, Charlie. Was stand denn da jetzt bei der Falle? Ist einsatzbereit. Naja. So, dann kannst du... Warte mal, dich mal hier hin. Und dich umziehen. Falls die Bienen dich stechen. Lass wenigstens was noch an. Und alles verkaufen und jeden. Ansiedeln. So, mal schauen.
gut auch wieder füttern. Mhm. Oh, da ist ein Käfer. Eieiei. Gut, da muss die Julien auch gleich mal was essen. Sie schiebt sich hier auch mal die Brombeere rein und dann Insektenspray. Gebiet mit Insektenspray. Hm. Na gut. Oh, nee, das, dann brauchen wir die nicht ernten. Er hat die ja schon verkauft. Okay. Ja, lass mal sein. Jetzt mach mal lieber noch hier die, das Unkraut jeden hier. Ja. So, danach kann Charlie nochmal Möbelstückchen herstellen. Was nehmen wir? Mal den nochmal Esstisch. Ja, die Crafting Challenge muss ja hier weitergehen, auch wenn wir jetzt hier die zwei kleinen Pupsis haben. Okay. Gießen. Ah, die wären noch im Radius gewesen. Na gut. Dann tu mal jeden. Ja. Und das schalten wir mal ein. Nee, wir kommen jetzt nicht zu dir abhängen, Tina. Das machen wir wann anders mal. Ausschalten wieder. Und ausschalten. Oh, da schreit wieder jemand. Schmutzige Windel wechseln. Und bei dir tun wir nochmal Anguren machen. Ja. Oh, klein Stinky. Großes Leid. Windelfull. Ja, ist ja gut, dass sie das machen. Stell dir mal vor, die würden nichts sagen, ne? Ups, das habe ich mich verdrückt. Oh, die haben morgen Geburtstag. Ja. Oh, flash show, Jibs. Trotzdem komisch, dass das Licht hier nicht geht. Ja, keine Ahnung. Gut. Ja, was könnten wir noch machen? Charlie müsste vielleicht mal noch mal was backen. Was könnten wir denn backen? Oh ja, hier die neuen Sachen. Ein Möhrenbrot. Genau, Charlie backt ein Möhrenbrot. Mm. Und das dürfen wir sogar essen? Ja. Hey Julina, ich finde es toll, wenn du... Was? ...unserer Gruppe Avantgardisten beitreten würdest. Was sagst du dazu? Also ich habe echt so viel zu tun und ich habe noch nicht mal einen Strampler gestrickt. Wir tun mit dem kleinen Pupsi noch reden. Oh, knack knack, endlich. Oder was? Oh, knuffig, ne? So knuffig. So, setz dich mal hin, wir stricken mal. Vielleicht einen Teppich, oh ja. Objekt. Briefkastenhülle. Ach, die sind auch so schön, die Briefkästen. Pflanzen einen Teppich. Wir machen einen Teppich. Und... Oh, die verbrauchen keine Farbe, oder? Hm. Türkisgrün. Ja, bitte. Bitte, bitte, bitte. Schön. Na, Charlie, wie läuft's? Ja, mit dem Hammer geht das schon. Hier noch ein bisschen anzeichnen. Haben wir noch ein Körner hier? Ankörner? Nee, brauchen wir nicht. Oh. Was hier? Pampi? Ja, Charlie. Vor dem Backen noch mal schnell die Pampers wechseln. Jetzt warst du ja schon fast am Kühlschrank, ne? Oh. Ein Seeungeheuer. Haben wir eins hier? Ich glaube nicht. Da hinten war eine Muschel. Nö. Alles gut, Charlie. Hier ist kein Ungeheuer. Du hast also Angst vor den Wasserungeheuern. Hier, da. Da ist ein schwimmender Sim, aber sonst nichts.
Ja, du noch mal schaukeln, die kleine Jackie hier. So, hier. Ja, kannst auch mal gerade alles gießen. Charlie muss auch mitmachen hier, so ist das, ne? So, dann backen. Möhrenbrot. Das wollten wir. Oh, Level 2 der Erziehungsfähigkeit. Charlie kann Kinder jetzt beeinflussen, ihre Hausaufgaben zu machen und ihnen streng untersagen, schlechtes Verhalten an den Tag zu legen. Nur in der Nacht, mein Junge. Er kann zudem in Schulsituationen weitere Optionen wählen. Okay. Und wie weit bist du? Oh, jetzt wird es mal wieder ein bisschen heller hier. Nancy Landgrab. Sicherheitsalarm der Landgrab Stromgesellschaft. Aufgrund von Eichhörnchen müssen wir die Stromversorgung in den nächsten 48 Stunden abschalten. Bist du vorbereitet? Das ist ja neu, oder? Also ich hatte das noch nie gehabt. Aber wir sind vorbereitet. Wir sind ja sowieso autark. Natürlich. Macht ruhig. Mir egal. Da ruft die Nancy persönlich an. Ja. Na? Charlie, wenn das Ding aus dem Haus fliegt, also aus dem Fenster kann man ja nicht sagen. Charlie, das kannst du aber den Kindern nachher nicht geben. Wenn die dann Glas im Bauch haben, also wirklich. Das geht nicht. Aber noch sind sie ja klein. Ne? Ja. Schön schlafen. Oh. So knuffig. Ja. Na Charlie, wie sieht's aus? Oh. Yum yum. Das sieht gut aus, Charlie. Oh, cool. Man kann wieder die Wände hoch und runter machen im Tab-Modus. Sehr gut. Ja, vielleicht noch ein bisschen backen lesen. Ja, und dann holt man noch das Pulver, das Backpulver und dann noch die Sahne und vergisst die Handschuhe nicht. Ja, das ist ja mal ein Wetter. Zum Glück regnet das nicht rein, das sind nämlich intelligente, ja. Intelligente Sulani-Fenster. Zwar ohne Glas, aber mit Spritzschutz. Ach ja, der Monsun hier. Ja. Uiuiuiui. Ja, jetzt geht's hier los mit Gewitter. Und ich würde sagen, wir hören jetzt mal auf. Och. Das sieht so gut aus. Ja, okay, also ich verabschiede mich und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Euch noch viel Spaß bei einem anderen Video und beim selber Spielen der Crafting Challenge. Ich kann es nur empfehlen, die ist echt cool. Alle Infos dazu gibt es in der Videobeschreibung bei simfans.de. Also in der Videobeschreibung habe ich die Links zu simfans.de. Und dann mal bis zum nächsten Mal. Tschüssi!